ist halt teilweise schon game-breaking, so eine Ult. Ach, geil, das ist die Waffe für Barrett, die neue. Die Fähigkeit habe ich doch schon fertig, oder? Warte, wo guckt man das denn nochmal nach? Ich bei Waffenmodifikationen. Was hier nachgeguckt? Ach, maximale Wut, ja, kann er. Super, dann gibt's jetzt die Abrissbirne. Sag mir bloß nicht, die ist wieder Melee. Für den Nahkampf konzipiert. Ah. Ja, Barrett hat jetzt einige zu verteilen. Flüsterst es? Okay, wird jetzt gelästert. Sowas. Ach. Schaden gegen zerstörbare Einzelteile. Materia-Slots, 2 Stück. Leichenfledderer und Schockfledderer, die sind beide ziemlich nice. Attacke hoch. Alter, ich habe einfach alle EP in den letzten Kern gesteckt. Uff. Ja, das waren sie. Ach, Tifa benutzt ja die Handschuhe noch. Warte, Tifa, Handschuhe. Geschicklichkeit 100%. 100, 100, 100. Nee. Du musst deine Waffen wechseln. Girl. So. MP-Maximum finde ich ganz gut. Das wird geskillt. Da. Und den Materia-Slot auch. Dafür, dass ich bei Barrett welche weggelassen habe. Trier, Clown, Subkern, Statusresistenz, elementare Abwehr. Zahngans Leere wird zu 30% aktiviert. Das ist schon mal ganz geil. MP-Verbrauch von Angriffsmagie minus 20%. Okay, das ist nicht schlecht. Manchmal mache ich DPS, aber ich bin halt ein Kack-DPSler. Oh, ganz viel Attacke. Und TP physische Attacke. Das ist ganz cool. Ah, nicht genügend Waffenpunkte. Aber für einen anderen Kern hätte ich noch genügend. Ah. Für den. Ach, das kostet 14. Okay, hier kann ich noch eine Sache skillen. Dann machen wir mal noch physische Attacke hoch. Physische. Wir machen keinen Ranked, aber ich habe auch nicht so viel Spaß daran, DD zu spielen. Weiß ich manchmal, Symmetra, das habt ihr ja schon gesehen, wenn ich die gespielt habe. Oder Bastion.
Ja, viel Erfolg. Viel Erfolg. Ich will mit dir wieder Ranked zocken, Wölfchen. Also beeil dich. So, die sind durchgeskillt. Cloud hat auch noch Waffenpunkte zu verteilen. Oh. Okay, was kann der letzte Sub kehren? Schaden des Limits, Leichenflatterer und Materia Slots. Leichenflatterer will ich. Brauche ich noch mehr Materia? Ja, doch. Cloud hat wenig magische Attacken. Ihre Buff selbst braucht man nicht. Schaden von Sprungangriff plus 5%. Ja, das können wir mal noch. Kannst ja immer zwischen den Games schreiben, Wölfchen. So, was habe ich denn für dich noch? Heilen kannst du schon, Glut kannst du schon, Frost kannst du actually noch nicht. Oder machen wir ein bisschen selber buffen? Sieht voll cool aus. Das sieht richtig cool aus. Warte. Wie kann ich sagen, wo ich will das? Ja. Wo ist Amplifikation wieder? Da. Was habe ich dort? Dann muss die Analyse da aber weg. Da kommt dann das Feuer rein. Gut. Heilen hast du noch? Was habe ich denn jetzt nochmal rausgepackt? Oh. Ich hab's vergessen. FP-Boost? Nee. Wieso hat Cloud das drin? War das der Schrittzähler? Nee. Hab ich doch noch. Hä? Hä? Ich hab voll vergessen. Oh, fuck. Was konnte Cloud alles? Analyse! Analyse ist nicht mehr drin. Ach ja. Wo ist sie? Analyse. Da. Wofür steht FP gerade? Trefferpunkte, Magiepunkte? Wo sind. Stimmt, der Schrittzähler ist weg. Dann ist es wohl die. Okay. War das diesen Stream oder letzten? Weiß gar nicht, was du meinst. Rausgetan hast, was du jetzt suchst. Ja, es war Analyse. So, ich habe jetzt Glut, Amplifikation, Zeit, Analyse. Stehlen ist auch mit drin. Effizientes Blocken ist drin. Und dann fehlt mir jetzt noch Heilen. Und Tifa kann noch eins nehmen. Hoch.
Okay, die verbundenen. Ich glaube, warte. Habe ich hier auch irgendwas, was mit verbundenen Sachen besser funktioniert? Natürlich noch mehr Final Fantasy Teile danach. Ich habe tatsächlich sonst nur 15, das habe ich selber aber schon fast durchgespielt. Weiß auch gar nicht, ob ich da aktuell so Lust drauf habe. Eigentlich wollte ich noch als Singleplayer wie heißt es? Das Fairy Tail Spiel, was neu rausgekommen ist, im März spielen. Da habe ich nämlich auch mega Lust drauf. Toxin, Barriere, Versiegelung, Zerstörung. Verbundenen Materia. Bei Waffen erhöht sich die. Ach, die war da schon drin. Oh. Ach ja, da in dem Ring. Okay. Nee, sie hat nichts, was. Ich weiß nach wie vor nicht, was. 12 und 10. Stimmt, ich habe. Ich habe 13 ja noch, aber das spielt sich so ätzend. Es ist eigentlich ein echt schönes Spiel, aber. Der TP-Boost hat die doch schon drin, oder? Uff. Chakra, Frost, Gewitter, Siegelung, Elementaraffinität, Heilen. Oh. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, ich packe in die Waffe für Chakra, Elementaraffinität. Elementaraffinität. Wo bist du? Uff. Das ist ein blaues. Da. Dann haben wir eine Frostaffinität. Heilen kannst du noch. Chakra muss rein. Dann Versiegelung. Frost. Hatte sie nicht auch einen Erzengel? Oder nur ein Engel, meine ich. Beet stehlen, Feindes können TP-Boost. Ich würde gerne TP-Boost mit reinnehmen, aber ich will auch den Retz. Ich finde ihn vor allem gerade schon wieder nicht. Uff. Naja. Final Fantasy X ist Juna direkt dabei. Okay. Kriegen wir schon hin. Und ja, der Schrittzähler wird zu einem Booster. Ja, aber ich weiß nicht, was FP gerade ist, weil ich weiß ja, welches das ist. Ich meine, da, ne. Da, FP-Boost. Aber, ja. Da bin ich gerade ein bisschen aufgeschmissen mit. So, okay, zwei Verbundene, die auch was bringen. Das ist schön. So sieht das also aus, wenn das Sinn macht, was man da reinpackt. Ach, wie Vitaga kommt noch nach Regina. Das, kann das Cloud überhaupt schon? Ist der doch eigentlich. Analyse, heilen. Ja. Oh, dann. FP levelt deine Materia und das sind Fähigkeitenpunkte. Aha. Dankeschön. Brauche ich das bei irgendwem? Was hat er nochmal hier drin? Gewitter und Barriere. Kann ich irgendwas rausnehmen, was nicht so viel Sinn gibt? Das können finde ich eigentlich ganz cool. Frost, Gebet. Ja, Gebet kriegt eigentlich Erit wieder zu, wenn
Dazu Gewitter. Oh, die sind bei alle schon fast durchgelevelt. Muss ich eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Ja. Das habe ich geschafft. Und dann meintest du ja, ich soll jetzt mal hochlaufen, statt mich von Chocobos fahren zu lassen. Ach genau, da hatte ich das eine. Nee, das Schatzkammer war da. Chocobo-Raststelle. Na, ich laufe einfach mal. Nicht dadurch. Nicht durch die Schnellstraße. Laufen durch den Wollmarkt. Dann ging der Schrittzähler ja wirklich schneller hoch, als ich gedacht habe. Ich muss sagen, aber von Final Fantasy, von anderen Teilen habe ich echt gar nicht so viel Ahnung. Ich habe generell von vielen Teilen gar nicht so viel Ahnung. Mein Hype hat erst mit 15 angefangen. Huch. Ich meine, interessiert bin ich definitiv. Dann steht ja nicht außer Frage, dass ich die durchspiele. Das lässt sich bestimmt einbringen. Okay. Tito, und dann kam 12, 10, 13, auch wenn 13 ein Fehler ist. Ja, ich habe mir halt alle drei Teile von 13 geholt: 13, 13, 2 und 13 Lightning Returns. Und ich habe sogar relativ viele Stunden in 13 reingesteckt. Aber es wurde mir einfach irgendwann so anstrengend, obwohl es ein schönes Spiel ist. Ja. Wenn ich einfach nur die Story machen könnte, ohne die Kämpfe mitmachen zu müssen, dann wäre es sogar noch besser. Und nicht weinen. Zehnte ist der beste. Ich habe gehört von vielen, dass sie den siebten am besten finden, den zehnten aber auch toll, nur über den achten wird gar nicht so viel Gutes gesagt. Oh, hast du mal was Neues für mich? Hallo. Ah, danke. Die habe ich ja schon einmal. Okay. Greift der Anwender mit einer verbundenen Materie an, regenerieren sich TP. Können bei den Blutfrost, Gewittertoxinen, Feindes können Ausweichrund, Umschlag und Okinagashi verbunden werden. By the way, wenn du alle Geister haben willst, musst du all seine Aufgaben machen. Ja, yep. Kann man aber auch teilweise, manche kann man erst im zweiten Playthrough machen, also. Ja. Für wirklich alles von ihm musst du das im nächsten Playthrough machen. Dachte. Ifrit Bahamut bekommt man jetzt auch schon. Ich habe gerade die Steuerung von meiner Soundanlage runtergekickt. Man kann noch so eine Halskette von ihm bekommen, wenn man noch irgendeinen Extra-Mob bekämpft.
Meister der Gegenstände. Was sind die Wirkung? Kampf. Okay. Nee, nee. Was war das nochmal? Ausweichen. Achso, das war dieses komische. Ja, nee, das wird so weird. Erzählen, effizientes Blocken. Ich hab die alle schon. Das ist zum Thema neue Materie. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Weil die habe ich ja schon beide. Ja. Ich glaube, ich habe ein paar schon verpasst von den Datensammlungsdingern. Muss ich wirklich zu ihr laufen? Hallo Lala, du Wundervolle. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Genau, Lala, du Göttin. Die viel besser in PoE ist als Leon. Da kommt gleich der Blick von der Seite. Oh, guck mal, eine Bank. Bin ich eigentlich vollgeheilt? Oh, bin ich. Brauch keine Bank. Ganz gut, das freut mich doch. Ach ja. Und die macht ganz schön Damage, das Ding, Alter. Dafür, dass es Melee ist, hui. Bin heute mal wieder auf dem Roller rumgefahren. Ist echt ganz schön da draus. Das glaube ich, ja. Ich würde auch gerne fahren. Aber ich vergesse auch immer, am Wochenende zu unserem Nachbarn zu gehen, der mal Lust hat, mit mir Motorrad zu reparieren. Es ist warm da draußen. Das ist richtig. Was ist eine neue Fähigkeit? Leben der Erde. Okay. Ist zwar alles echt hart zu treffen. Draußen ist gefährlich, macht das nicht. Ja, lieber in den Wohnungen bleiben. Unsere Wohnungen sind sicher. City Roller, beste. So. Geht es auch nicht, auch wenn ich liebe es, ins Schwimmer zu gehen, auch wenn ich nie braun werde, weil das ist ein Phänomen. Aber ansonsten, an sich gehe ich gerne raus, nur in meiner Wohnung muss es kalt sein. Bei einer Dachgeschosswohnung gar nicht so leicht. Doch, da habe ich fast dagegen. Mago,
Weise Frau. <lacht> 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 Wie es mir einfach gedacht habe. まだまだやり残したことがあるんだろ。私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて、精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。 Dann wissen wir doch jetzt endlich, wer der Racheengel des Slums ist. Lala fährt also City-Roller ohne Helm. Wirklich rebellisch. Aber ich glaube auch nicht, dass ich auch bei einem City-Roller hier einen Helm anhatte. 2 Stunden in der Sonne und du bist schwarz. Uff. Ich meine, ich war ein halbes Jahr auf Teneriffa und ich bin eigentlich so zurückgekommen, wie ich hingefahren bin. Ja, war wirklich klar. Ach ja, jetzt muss ich wieder in die Kanalisation. Ja. Hallo. Das gestohlene Portemonnaie. Bringt Johnny sein Portemonnaie zurück, okay. Und dann sind hier, ist hier Cornelius Schatzkammer, okay. Ja. Ich will Chocobos.